Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, Woche 4 ist das, bedeutet quasi, dass es wieder 7 neue Aufgabenarten gibt. Wir kommen direkt zur ersten Aufgabe, der ist nutze den Doppeldecker X4 Stormwing in verschiedenen Matches. Die zweite Aufgabe ist zünde Feuerwerk. Ja, das ist eigentlich eine ganz neue Challenge. Genauso wie die dritte, eliminiere Gegner bei Expeditionsaußenposten. Die vierte Aufgabe ist Phase 1, zerstöre Stühle. Es strengt sich die anderen Phasen aus, bestimmt, dass man zum Beispiel Betten oder so zerstören muss. Die fünfte Aufgabe ist, füge Gegnern Schaden mit Spitzhacken zu. Die sechste Aufgabe ist, eliminiere Gegner bei Happy Hamlet oder Pleasant Park. Und die siebte und somit letzte Aufgabe der Woche 4 ist, Phase 1 suche im Westen von Pleasant Park nach dem Buchstaben O. Ich denke, dass die anderen Phasen zum Beispiel daraus bestehen, dass man zum Beispiel im Osten von Tilted nach dem Buchstaben F suchen muss. Ich weiß es nicht, es kann sein, dass es so ist. Die heutige 14-Tage-Challenge ist, tanze vor verschiedenen Festtagsbäumen, also sind die Weihnachtsbäume, die überall auf der Map rumstehen. Der Modus ist zeitlich begrenzt Essenschlacht. Und jetzt kommen wir nochmal zum Shop. Da ist halt der Oberknacker drin mit dem Vogelknacker-Backpack, die Knackerella und der Unterknacker-Backpack und die Schneekugel als Spitzhacke. Dann hier die neuen Skins, Fischstäbchen und Salzwasser. Ormister. Ja. Also die Nutzung habe ich ja schon mal was gesagt. Ist okay, wer so haben will, der muss es sich halt kaufen. Ich finde es da persönlich nicht ganz so nice. Dann hier die Hacke, das neue Set Stiefelstange. Und hier auch fliegende Korallen. Den Kleider finde ich schon ganz nice, wegen den Dingern, die in der Mitte sind. So, dann kommen wir mal zur rechten Seite und das ist halt der Popsternchen immer drin. Ja, den finde ich eigentlich ganz nice. Kaufen wir schon mal, ne? Ich habe jetzt endlich mal 1000 V-Bucks. Auf alle Fälle durch Red die Welt geformt. Ich will mir auf alle Fälle unbedingt den Elf-Skin kaufen, also die weibliche Version. Und eventuell dann noch, also wenn die Weihnachtsfrau, die eine Glühwein-Agentin nochmal rauskommt, will ich mir die dann auch unbedingt kaufen. Die Raufbold, den einer der hässlichsten Skins. Ja, warum ich das so sage, ich will den unbedingt nicht haben. Dann hier Ausflug. Ein Claire, der schon sehr alt ist, den gab es glaube ich auch schon in Season 1. Und hier der Hyperion. Hier die Pömpelhacke und zum Schluss seht ihr ja, also die linke Seite ist jetzt eigentlich ganz okay. Ich hole mir auf alle Fälle nichts davon. Ja, ich bin auf alle Fälle gespannt. Ich hoffe, dass morgen die Elfenskins reinkommen. Und morgen wird auf alle Fälle auch ein Livestream sein, wie jeden Freitag eigentlich 20 Uhr wieder. Mal sehen, ob da der neue Skin, also der Elf, ob die da schon da sind generell. Da werde ich mir die weibliche Frau holen, oder die weibliche Version. Und den Mann, den finde ich das nicht ganz so nice. Eventuell hole ich mir den auch, ich weiß es noch nicht 100%. Auf alle Fälle, wenn es die morgen gibt, werde ich den auf alle Fälle morgen im Livestream spielen. Ja, das war eigentlich alles. Dann würde ich sagen, war es auch schon mit dem Video. Wenn es gefallen hat, dann lasst auf alle Fälle mal Daumen nach oben da. Abonniert auch, wenn ihr Lust habt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.